Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 4 ab ins Schneeparadies mit traumhaftes Innendesign. Und ja, jetzt fehlen im Prinzip nur noch die Nachher-Fotos. Vorher habe ich das ja schon gemacht. Ich bin mal gespannt, wie sie es finden werden. Ich hoffe, halbwegs in Ordnung. Also man könnte, glaube ich, auch schlimmer renoviert haben. Also von daher sollte das eigentlich hoffentlich gut ausgehen. So, wir haben die Küche. Das war die Küche vorher mit nachher. Wohnzimmer vorher, nachher. Schlafzimmer und das da können wir nochmal mit dem machen. Okay, alles klar. Dann bin ich mal gespannt, ob die das toll finden. Man kann ja selber auf den Vorher-Nachher-Bildern gucken, wie es gewesen ist. Ja, ich möchte gerne das selber machen. Renovierung präsentieren. Oh, ich bin mal gespannt. Also bitte Augen zu und durch. Sag mal, in welche Ecke willst du mit denen denn noch? Also Küche. Ja, ich denke mal, das kann man so lassen. Ich denke mal, das geht auch. Und das geht doch, denke ich, auch, ne? Ich bin mal gespannt. Der Kunde wartet darauf, dass das Design enthüllt wird. Ja, aber es ist doch jetzt. Kimba! Wieso musst du denn jetzt aufs Klo? Ja, dann geh doch aufs Klo. Also ich werde jetzt hier mal aufs Klo gehen. Und in der Zwischenzeit guckt ihr euch das einfach mal an. Also ich habe schon ein bisschen Begeisterung gesehen. Also den Müll, den habe ich da nicht hingeräumt. Dann werde ich das halt wegwerfen, wenn das sonst keiner macht. Nicht, dass das in meine Bewertung einfließt, weil ich habe nichts mit dem Müll zu tun. Ich müsste eigentlich mal mit denen ein bisschen quatschen. Also ich glaube, das ist ganz gut angekommen. Ich kann euch ja nochmal hier diese Couch präsentieren. Also er liebt sie und du? Also das gehört doch euch. Das hier, den Kühlschrank können wir noch präsentieren, der ist neu. Große Neuigkeiten erzählen. Guck mal, Leute, ich bin schwanger. So, dann lasst euch Zeit. Anscheinend, das waren eine Menge Eindrücke. Ich bin bereit für mein Urteil.
Und sie ist auch fertig. Dann lass mich mal. Also er findet es toll. Und was ist mit dir? Warum musst du denn... Hier spielt die Musik. Und sie findet es auch klasse. Sehr schön. Verdientes Geld 5000. Wow, richtig geil. Zurück nach Hause natürlich. Wir haben ja jetzt schon viel zu viel Zeit hier auf dem Grundstück verbracht. Und eigentlich hatte ich ja auch vor, Geburtstag zu feiern. Dass die Beth auch jetzt ein Schulkind wird. Und sind wir jetzt befördert worden oder? Nun, das hat ja gut geklappt. Nö, wir wurden anscheinend nicht befördert. Aber wir haben eine sehr gute, also unser Ruf ist ausgezeichnet und die Leistung ist auch sehr gut. So, dann gucke ich doch mal direkt, was es sonst noch so geben könnte, was wir fantastische Wohnzimmerrenovierung, Renovierung eines Büros, Renovierung eines Badezimmers, eines Schlafzimmers. Ach, guck mal, Renovierung einer Küche. Da sind wir ja schon wieder dann bei einem unserer Verwandten. Und zwar Paoa Niu. Das ist die Conchetta. Also auch unsere Nichte. Da könnten wir tatsächlich mal gucken, was, wie es bei denen aussieht. Weil ich habe die einfach nur in dieses Haus reingepackt. Und habe dann gesagt, jo, kommt damit klar. Ich hoffe, dass die auch andere Möbel noch drin stehen haben. Aber ja, werden wir halt sehen, wie es so funktioniert. So. Du mochtest backen, oder? Die Emily mochte backen. Das heißt, sie könnte ja eigentlich ach nee, aber das fällt ja dann wieder unter Kuchen, ne? Kochen meine ich. Weil wenn ich ihr Kochen sage, dann regt sie sich auf, weil sie eigentlich Kochen nicht mag. Dann müssen wir halt warten, bis die Davina nach Hause kommt. Damit wir dann einen Geburtstagskuchen backen können. Also kochen. Theoretisch, also ich ging davon aus, dass man Kuchen eigentlich backt, dass das unter Backen fällt, aber hier in Sims, es ist halt eine ganz andere Welt, ja. Die Verantwortung von Cat reicht für den Erwerb des Merkmals verantwortlich aus. Sehr schön. Und du hast wieder einen Boxsack mitgehen lassen. Sehr schön. Es ist aber ganz praktisch, dass ihr jetzt alle hier seid. Wie wäre es, wenn du jetzt mal was kochen würdest? Und zwar, was kochen wir denn da am besten? Endlich hat das vielleicht wieder so ein zuckerfreier Carob oder wie auch immer, Kokoskuchen. Was haben wir denn hier? Hitomi Saito möchte vorbeikommen und abhängen. Okay, von mir aus. Ich weiß zwar nicht, wer das ist. Ist das eine Mitschülerin von uns? Anscheinend. Ah, nee. Ist sie nicht? Sie ist eine Erwachsene. Aber vielleicht was Interessantes für unsere Cat. Über Weltfrieden reden, das ist sehr wichtig. Also wirklich.
Ich weiß zwar nicht, woher wir die eigentlich kennen. Immer Milchstraßenverschwörung theorisieren. Nee. Also im Moment werde ich sowieso, glaube ich, erstmal Beth erwachsen, ich meine als Schulkind dingsen lassen. Ich habe mich halt nie darum gekümmert, dass die mal Schulfreunde irgendwie kennenlernt. Müssen wir das nächste Mal, wenn sie dann wieder in die Schule geht, müssen wir mal das... Wo hast du den Kuchen jetzt hin? Hä? Willst du mich jetzt verarschen? Der hat doch auch irgendwas gemacht. Willst du mich jetzt... Ach, da ist er. Ja, du musst halt auch ihr Geburtstagsdinger draufpacken. So, und du kommst jetzt mal hier hingelaufen. Ich weiß, das Kind ist eigentlich müde. So, Sim altern lassen, helfen, Kerzen auszupusten. Und zwar die Beth. Würdet ihr vielleicht hier mal hinkommen? Wo bleibt sie denn? In 7 Stunden haben wir schon das 3. Trimester erreicht mit Emily. Cool, dass sie uns hilft aufzuräumen. So, und jetzt? Nee, du gehst jetzt nicht schlafen. So, können wir uns jetzt mal da drauf konzentrieren? Nein, du gehst jetzt nicht schlafen. Guck mal, hier. Da, geht doch. Dann geh besser mal auf die Toilette, bevor du dich da eindingst. Wo gehst du denn jetzt dich älter machen? Okay. Sie brauchte mehr Platz. Macht ja nichts. Sie ist eine Katzenfreundin. Sehr schön. Das passt ja. Dann kann sie sich weiter mit Garrus dingsen. Ich denke mal, sozial wird sie sein. Lisa Sim möchte mit jedem reden und Freundschaft schließen. Ja, dann müssen wir erstmal gucken, ob du ein paar nette Schulfreunde kennenlernst. Gottchen, sie sieht ja auch süß aus. Nur deine Kleidung ist ein bisschen komisch. Deswegen, ich würde da jetzt noch schnell reingucken. Weil das, was sie da anhat, das gefällt mir gar nicht. Noch nicht mal als Schlafanzug. Wähle Vorlieben und Abneigung. Ich denke mal, das erfahren wir noch im Laufe des Let's Plays. Ja, das da sieht doch ganz nett aus, aber das Oberteil würde ich gerne... Alter, du musst wirklich auch mal was tun. Es ist ja unglaublich, wie die auseinandergehen. Weiß nicht, dabei essen die doch gar nicht so viel. Ich meine, gut, Bewegung. Aber ansonsten, also irgendwie finde ich das immer komisch. Das war ja bei der Cat genauso. Die hatte ja auch so ein bisschen
Bäuchlein und alles. Und gut, mittlerweile hat sie so wieder in den Griff gekriegt. Ach Gottchen, sieht das süß aus. Aber die Hose würde ich dazu. Würde ich. Ach, schade, gehört das zusammen? Ich würde, hätte aber die Hose in Pink gemacht und nicht. Ich habe dieses Outfit noch nie in meinem Leben gesehen, aber neu ist es nicht. Weiß nicht. Ich denke mal, was kann man so lassen? Oder eher das, die Farbe. Ich denke mal, die Frisur werde ich einfach auch so lassen. Vielleicht kann ich ja mal gucken, ob es noch andere schicke Dinge gibt. Das sieht cool aus, aber das passt halt jetzt auch nicht gerade hier hin. Das ebenso nicht. Oh, Jibs. Jibs. Müssen wir mal gucken. Ach Gottchen, du kannst dich aber. Also, wir müssen trotzdem an deinem. An deiner Dings arbeiten, an deiner Figur. Aber das hat ja bei Cat auch funktioniert. Dann machst du ein bisschen Yoga. Und dann ist das. Das ist völlig in Ordnung. Also, da musst du nicht Extremsport machen, wie schon gesagt. Es geht ja nur ein. Nur um so ein bisschen, weißt? Grün steht ja eigentlich sehr gut. Sportkleidung, da hast du mal ein bisschen sonst wo reingegriffen. Ach, und hexen kann sie auch. Mich wundert es halt nicht, dass jetzt die ganze Familie im Prinzip hexenmäßig drauf ist. Das sieht ja schön aus. Ich glaube, das behält sie an. Du hast auch gar keine Brille notwendig. So, ich denke mal, das war's jetzt erstmal. Und dann müssen wir halt gucken, dass wir da mit ihr wieder ein bisschen Yoga machen. Das ist bestimmt noch ein bisschen Babyspeck. So, dann lass mich doch mal gucken. Du bist extrem müde. Deswegen denke ich mal, kannst du dir noch trotzdem ein Stück Kuchen gönnen? Du bist schon auf dem Weg zum Klo gewesen. Du gehst duschen. Ist auch alles völlig in Ordnung. Und du bist am Schlafen. Wie wär's, wenn du vielleicht richtig schlafen würdest? Beziehungsweise erstmal auf die Toilette gehst. Und du kannst ja noch mal ein bisschen Fernsehen gucken. So, meine Liebe. Ich würde mal fast sagen, dass das jetzt dein neues Bett ist. Da können wir auch gerne noch gucken, dass wir dir mal eine andere Bettwäsche machen. Dann ist das Bett auch gleich in einer anderen Farbe. Das hier hat hier eigentlich nichts mehr verloren. Da kann sich mal die Cat vielleicht mal drum kümmern. Den Bär können wir jetzt auch mal verkaufen. Wollt den eigentlich in einer anderen Farbe machen? Genau, in rosa. Weiß nicht, ob sie noch Interesse hat an diesem Zelt, wenn das hier überhaupt hingeht. Ich glaube eher nicht.
Das da wird mal weiß. Das da kann man auch mal abändern. Weiß nicht, vielleicht mag es ja eher die Vorhänge. Und hier, die gibt es in lila. Dann bleibt das Zelt halt einfach hier in dem Zimmer. Wir können ja trotzdem, wir können ihr ja hier diesen Smal-Gedöns einfach hier hinpacken. Dann kann sie gucken, dass sie hier halt dann ein paar Bilder malt. Aber ich denke mal, das wird dann auch ihr späteres Zimmer, weil was Größeres kann ich denen leider nicht geben. Aber ich denke mal, das macht nichts. So, das heißt, du kannst hier oben jetzt schlafen gehen. Du brauchst Spaß, aber das füllst du ja sowieso aus. Schön, dass die Leute hier Spaß haben an unserer Kinoecke. Mächtel mit Davina. Wie wär's, wenn wir das mal wieder in Angriff nehmen? Also ich finde das nicht in Ordnung, dass hier einfach alle naselang irgendwelche Leute... Ach so, Elena? Ah, das ist doch die Tochter von... Die Adoptivtochter von Conchetta. Ich habe die gar nicht erkannt. Aber ich glaube, die ist auch wieder auf dem Weg nach Hause. So, was gibt's hier? Entschuldige, dass ich dich störe. Aber ich habe gehört, was für ein toller Sim du bist. Wie wäre es mit einer großzügigen Spende für einen wohltätigen Zweck? Naja, können wir gerne machen. Hallo? Hier wird nicht gespannt. Die hat gerade... Also die muss ja wohl irgendwie die Davina toll finden. Putzen mit Elan, dann hier die Pfütze auffischen. Und du kannst eigentlich jetzt mal schlafen. So, Davina ist auch eingeschlafen oder auch nicht. Und wenn du damit fertig bist, kannst du hier eigentlich nochmal was auffüllen. Und dann auch du ins Bett gehen. Und dann werde ich nämlich an der Stelle wieder einen Cut machen. Ich denke mal, beim nächsten Mal werde ich tatsächlich die nächste Renovierung haben. Oder zumindest also anfangen. Und ja, bis dahin. Jetzt ist das Maskottchen hier. Also was soll denn das? Ich habe doch hier nicht Tag der offenen Tür. Nachher findet hier noch das Eisfest statt oder das Jugendfest, ohne dass ich es weiß. Naja. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, eine schöne Zeit. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.